Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Winds of Change in der Kirche zur Anbetung des Triumvirats in Maseo. Und ich glaube, wir haben uns noch nicht umgesehen. Hier ging es, glaube ich, weiter. Und hier könnten wir die Kirche wieder verlassen. Aber erstmal sehen wir uns um. Bänke, ja, sind in der Kirche aufgereiht. Sie sind voller Staub. Ein Zeichen dafür, dass hier alles ein wenig verwahrlost wird. Es war fast schon so etwas wie eine Aussage, dass niemand sich wirklich um das Triumvirat kümmerte. Das machte mir ein wenig Hoffnung. Jetzt weiß ich, warum Damek diesen Ort mag. Es sieht nicht so aus, als wäre jemand hier gewesen in letzter Zeit. Eigentlich seit Ewigkeiten schon nicht mehr. Wie auch immer, ein staubfreier Pfad führt bis zur Tür, die sich an der hinteren Seite befindet. Es ist offensichtlich, dass nur die Rebellen ihn benutzen. Aber dann auch ein bisschen auffällig, oder? Ich meine, wenn hier alles so eingestaubt ist, außer diesem einen Pfad. Naja, was haben wir dann noch? Ein Fenster. Die Sonne scheint intensiv in die Kirche und beleuchtet das Innere. Ich kann jedes bisschen Staub sehen, das auf dem Boden und auf den Kirchenbänken liegt. Ich schätze, sie haben im Untergrund mehr Zeit damit verbracht, aufzuräumen und für Ordnung zu sorgen. Hoffentlich, sonst dreht Fortame vermutlich durch. Oder er fängt dann einfach an zu putzen und ist sehr glücklich damit, sobald er sich ausgeruht hat. Das hier ist das Geisterabbild von Maseo. Zumindest das, was man bis vor kurzem für das Geisterabbild gehalten hatte. Ich kann tatsächlich sehen, warum er diesen Fehler gemacht hat. Es sieht wirklich wie ein Geisterabbild aus. Nun, zumindest wie ein sterbendes. Aber wenn ich bedenke, dass das Wahre im Untergrund verborgen liegt. Und angeblich ist es wirklich mächtig, voller Energie. Es würde das erste Mal sein, dass ich ein aktives Geisterabbild sehen würde. Okay, und damit sind wir auch schon fertig hier. Wir könnten jetzt zuerst ein nettes Gespräch führen oder wir schauen mal bei Sovi vorbei. Ich würde sagen, wir schauen bei Sovi vorbei, bevor wir uns wieder ganz unseren Freunden widmen. Ja, bitte. Sie, setzen ihr kleines Abenteuer durch den Hafen fort und währenddessen bleibt Sovi in der Nähe von Shane. Er führt alle in eine abgelegene Hintergasse, wo er dann laut seufzt. Es war nett, von dem ganzen Lärm hier wegzukommen. Die Bewohner von Maseo waren einfach furchtbar. What gives? This isn't the way to Valinorth. But I guess you do like going backwards. Was soll das? Das ist nicht der Weg nach Valinorth, aber ich schätze, du magst es gerne, die Dinge von hinten anzugehen, von hinten aufzurollen, zurückzugehen? Oh, we'll get there yet. I just have some business to tend to. Shane, can I talk to you alone for a moment? Oh, wir werden dort noch hinkommen. Ich habe hier nur noch etwas Geschäftliches zu erledigen. Shane, könnte ich für einen Moment alleine mit dir sprechen? Shane nickt und folgt Sovi weiter hinein in die kleine Gasse. Während Hallin sich einige Notizen macht. Nein, Entschuldigung. Hallin versteht den Wink und steht Schmiere sozusagen, also hält Wache und sorgt so dafür, dass die beiden ein wenig Privatsphäre haben. Look, something important has come up. You're aware of our moles within the rebellion, right? Sieh mal, etwas Wichtiges hat sich ereignet. Du bist dir darüber im Klaren, dass wir Spione in der Rebellion haben, richtig? Alleged moles. Vermutete Spione? Angebliche Spione? Yes. Well, I found this at our drop point. I think it's something you'll be interested in. Ja, nun, ich habe dies bei unserem Drop Point. Ich schätze, da, wo sie angekommen sind, also bei ihrer Anlegestelle gefunden. Ich denke, es ist etwas, woran du interessiert sein könntest. Sovi hält einen Brief in den Händen und,
Er deutet Shane an, dass er ihn nehmen soll. It's a letter written by Damek. Why is this important? Das ist ein Brief, der von Damek geschrieben wurde. Warum ist das wichtig? Just read it, Shane. It's from Damek to Valnorth's Elder. It seems your capture was just part of his plan. Lies ihn einfach, Shane. Er ist von Damek an den Ältesten von Valinor's. Es scheint, dass deine Gefangennahme einfach nur Teil ihres Planes war. What? Was? Shane liest den Brief und seine Augen, weiten sich, während er das tut. Jedes einzelne Wort war wie eine Klinge in seinem Herzen. Er war betrogen worden. He wanted me to get captured? Look at this. It says he hates me. Er wollte, dass ich gefangen werde? Sieh dir das an. Er sagt, er hasst mich? I'm sorry you had to find out this way. But your mission was only a cover. He wanted to kill you off, Shane. Du bist doch ein dreckiger Lügner. Ganz ehrlich, so wie ihr so wie wir Damek kennen, selbst wenn er Shane nicht leiden könnte, ich glaube nicht, dass er jemals in einem Brief sowas schreiben würde. Oder dass er einfach planen würde, ihn fangen zu lassen, ihn so seinem Tod auszuliefern, das glaube ich nicht. Das wäre egal. Das spricht gegen alles, was wir bisher von Damek wissen. Und das müsste Shane dann doch eigentlich auch bewusst sein. Es tut mir leid, dass du es auf diesem Wege herausfinden musstest. Aber deine Mission war nur eine Täuschung. Er wollte, dass du getötet wirst, Shane. That's not true. I refuse to believe this. I know Damek. He wouldn't do this to me. Das ist nicht wahr. Ich weigere mich, das zu glauben. Ich kenne Damek. So etwas würde er mir nicht antun. Are you sure about that? It makes sense when you think about it. He sent you there to gain intel, right? Bist du dir dessen sicher? Es würde Sinn machen, wenn du darüber nachdenkst. Er hat dich dorthin geschickt, um ein wenig Einsicht zu gewinnen, nicht wahr? Yeah. Ja. He already had all the intel he needed. That was the purpose of the Exodus Raid. They mapped out our entire castle, Shane. Er hatte bereits alle Einsichten, die er brauchte. Das war der Sinn und Zweck des Exodus Raids, also der Exodus-Angriffs. Sie haben bereits das gesamte Schloss kartografiert, Shane. What intel is there left for you to gather? None. Damek just wanted you out of the way. Welche Erkenntnisse hättest du noch gewinnen sollen? Keine. Damek wollte dich nur aus dem Weg haben. No. Nein. Nein, glaub dem doch nicht. We were merciful enough to give you a chance, Shane. We could have killed you, but we still found value in your life. I think that's way more than anything Damek can say. Wir haben Gnade gezeigt und dir eine Chance gegeben, Shane. Wir hätten dich töten können, aber wir dachten, lebendig seist du wertvoller für uns. Und ich denke, das ist mehr, als du über Damek sagen kannst. It really does look like his handwriting. Es sieht wirklich wie seine Handschrift aus. Oh, komm schon! Handschriften kann man fälschen! Du musst ihn noch kennen. Oder wir kennen ihn nicht richtig. Nein, ganz ehrlich, ich glaube einfach nicht. Es ist Sovi, von dem wir reden. Sovi ist ein sadistischer Betrüger. I have no reason to lie to you, Shane. I know what it's like to have your world torn apart. It seems like all hope is lost, doesn't it? Ich habe keinen Grund, dich zu belügen, Shane. Ich weiß, wie es ist, wenn deine ganze Welt auseinanderbricht und es scheint, als wäre keine Hoffnung mehr übrig. So scheint es dir gerade, nicht wahr? Ganz ehrlich, natürlich hast du einen Grund, ihn zu belügen. Er könnte irgendwas wissen, was dir nützlich ist. Wenn du ihn auf deine Seite bringst, du weißt ganz genau, wenn Shane bereit wäre, Damek zu töten. Du weißt, dass Damek seinen Freund nicht einfach umbringen würde. Du bist so ein Mieser. What should I do? Was soll ich tun? You were planning to run away, weren't you? Maybe you thought you could lose us in the crowd? It's a good idea. But there's no home left for you there. Du hast geplant, von uns zu flüchten, nicht wahr? Vielleicht dachtest du könntest uns in dieser Menschenmenge hier verlieren. Es ist eine gute Idee, aber du hast kein Zuhause mehr, in das du zurückkehren könntest. Why did you wait until now to show me?
Warum hast du bis jetzt gewartet, mir das zu zeigen? Because I have a favor to ask of you, Shane. And remember, I would never abandon you. I've had every opportunity to kill you. Weil ich dich um einen Gefallen bitten muss, Shane, und erinnere dich daran, dass ich dich niemals im Stich lassen würde. Ich hatte jede Gelegenheit, dich zu töten. Und jetzt manipulierst du ihn. Du bist so ein Mieser. Bitte glaub ihm nicht. Ich wette, er soll so tun, als hätte er entkommen können und dann die Rebellion für Sovi ausspionieren. Nicht für uns, sondern für Sovi natürlich. A favor? Ein Gefallen? Sovi nimmt den Brief zurück, während er Shane beobachtet, der mit den Tränen kämpft. Es war schwer, das zu akzeptieren, von seiner eigenen Familie verlassen zu werden. Aber es war ein Schmerz, den Sovi nur zu gut kannte. Er konnte ihn nachempfinden. Doch noch antwortete er nicht. Er wartete und beobachtete im Stillen, wie in Shane die Wut aufstieg. Das würde perfekt sein. Wut war ein nicht zu unterschätzendes Werkzeug auf dem Schlachtfeld. Mit einem Schmunzeln oder Grinsen brach Sovi schließlich die Stille und legte eine Hand auf Shanes Schulter. Don't worry, I'll still let you visit Damek and the Rebels. It's just, I have something different in mind for you. A chance to pay him back, if you'd be so inclined. Keine Sorge, ich werde dich Damek und die Rebellion noch besuchen lassen. Ich habe nur etwas anderes für dich im Sinn. Eine Chance, es ihm zurückzuzahlen, wenn du so möchtest. Shanes Fäuste beben vor Ärger. In diesem Moment war er genau dort, wo Sovi ihn haben wollte. Ich sag doch, er hat das geplant. Mistkerl. Yeah, I'll do it. Ja, ich werde es tun. Oh, ich wusste es. Ich wusste es einfach. Und ihr habt es bestimmt auch gewusst. In dem Moment, als er gesagt hat, er hätte einen Brief von Damek, als da drin stand, er würde Shane hassen. Seid doch ehrlich, wir haben alle gewusst, das kann einfach nur eine Finte sein. Hey. Hey, Fulltame. Ich bin gerade sehr froh, dass ich nicht mit diesem ärgerlichen Gefühl gleich die Folge beenden werde, sondern wir jetzt mindestens noch ein nettes Gespräch haben. Und es scheint so, als wären die gerade alle relativ ähnlich aufgebaut. Wir können alle so ein bisschen abchecken, was jeder so von jedem hält. Okay, was denkst du denn bisher so von Maseo? It's crazy! I don't know what to think. Just when I'm comfortable, something new is thrown at us. The markets, the residential districts, and the docks. Es ist verrückt. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Gerade wenn ich damit anfange, mich mit etwas wohlzufühlen, kommt etwas total Neues auf uns zu. Erst der Markt, dann das Wohnviertel und der Hafen. Valinorth is pretty much the same no matter where you are. To see things so different? That's a real shocker for me. I'm not sure what my favorite part has been so far. Valinor ist eigentlich überall ziemlich gleich. Hier solche ganz unterschiedlichen Dinge zu sehen, das ist ein wirklicher Schocker für mich. Ich bin nicht sicher, was mein liebster Bereich bisher war. If I had to choose though, I'd say the residential district. Being able to live free from the noise and free of work, that's like a dream come true. Everywhere is so noisy. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich sagen, dass es die Wohnbezirke sind. In der Lage zu sein, frei zu leben, ohne den Lärm und ohne Arbeit, das ist wie ein wahr gewordener Traum. Überall sonst ist es so laut. I assume you get used to the noise, but it's still there. You know what I mean, right? You just learn to ignore it. I'd rather not have to do that. It'd make things way easier. Ich schätze, man gewöhnt sich an den Lärm, aber er ist immer noch da. Du weißt, was ich meine, oder? Du lernst einfach, ihn zu ignorieren. Aber das würde ich lieber nicht tun. Das würde die Sachen sehr viel einfacher machen. Dann fragen wir ihn erstmal so ganz allgemein nach der Rebellion. I feel great. There's not much to say. We have everything we need in order to win. I can't wait to see our new HQ, our new home.
Oh, was die Rebellion angeht oder die Rebellen, fühle ich mich großartig, aber ich habe dazu nicht viel zu sagen. Wir haben alles, was wir brauchen, um zu gewinnen. Ich kann es kaum erwarten, das neue Hauptquartier zu sehen. Unser neues Zuhause. Okay, ich fange hier auch mal so an, dass wir nach der Reihenfolge, wie wir sie kennengelernt haben, also Ulrich, den wir schon am längsten kennen. Ulrich is probably my favorite person so far. I mean, he gave me free money earlier. Free! It's all thanks to him that I got to taste a Mazayan apple. Ulrich ist vermutlich meine liebste Person bisher. Ich meine, er hat mir einfach so Geld gegeben, umsonst. Vorher. Umsonst! Und dank ihm konnte ich endlich wieder die Äpfel aus Maseo schmecken. Ganz ehrlich, wenn er solche Dinge sagt, dann bezweifle ich, dass er eine gute Wahl war für den Ältesten. Ganz ehrlich, mach niemanden zu deiner Lieblingsperson, nur weil er dir was schenkt. Tu das bitte nicht. That's the one thing I was looking forward to. He's been nothing but friendly since we met him. Sure, he seems strong, but he's really gentle. Das war die eine Sache, auf die ich mich gefreut habe. Die eine Sache, auf die ich mich gefreut hatte. Jetzt kommen wir übrigens zu einem Punkt, wo ich sage, okay, vielleicht ist er doch ein guter Ältester, jetzt kommt er zu den Sachen, die wirklich wichtig sind. Er war immer freundlich zu uns, seit wir ihn getroffen haben. Klar, er wirkt stark, aber er ist wirklich sanftmütig. Who would have thought that a guy like him has a soft side? Either way, yeah, Ulrich has been great. He's teaching me a lot. Maybe one day I might even learn how to use a greatsword like him. Wer hätte gedacht, dass ein starker Typ wie er so eine weiche Seite hat? Wie auch immer, ja, Ulrich ist großartig. Er hat mir eine Menge beigebracht. Vielleicht kann ich irgendwann sogar lernen, wie er ein Großschwert zu führen. Okay, dann mal schauen. Pro, wir wissen ja schon, Pro mag voll Tame. Die beiden sind sich sehr ähnlich. I didn't trust him at first, but he's growing on me. I know he does a lot of shady things, but only out of necessity. I have no doubt in my mind that after the war is over, he'll change. Zuerst habe ich ihm nicht vertraut, aber inzwischen ist er mir ins Herz gewachsen. Ich weiß, er macht eine Menge zweifelhafter Dinge, aber nur weil er es tun muss. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er sich nach dem Krieg ändern wird. Dann der wichtigste von allen, Damek. Der wichtigste nicht, weil ich Damek am meisten mag oder so, sondern tatsächlich, weil Damek der Anführer der Rebellion ist. Letztlich ist es relativ egal, ob er Ulrich und Pro traut, aber wenn er jetzt sagen würde bei Damek, dass er ihn nicht mag, dass er ernsthafte Zweifel hätte, dann wäre das schlimm, denn Damek ist im Prinzip der Stellvertreter der Rebellion. He's so cool! I love being around him. I want to learn to be more like him, if I'm honest. Everybody respects him and follows his directions. Aber wie konnte ich annehmen, dass irgendjemand Damek nicht mag? Seien wir ehrlich, Damek ist einfach so charismatisch. Er ist so cool. Ich liebe es, in seiner Nähe zu sein. Ich will mehr über ihn lernen und wie er sein, wenn ich ehrlich bin. Jeder respektiert ihn und folgt seinen Anweisungen. He's going to make a fine leader after this is over. I actually doubted the rebellion, but he convinced me. This cause is in perfect hands. We're going to do this. Er wird ein großartiger Anführer sein, wenn das alles vorbei ist. Um ehrlich zu sein, hatte ich Zweifel an der Rebellion, aber er hat mich überzeugt. Diese Sache ist in den perfekten Händen und ich bin sicher, wir werden es schaffen. Okay, dann sind wir jetzt... Achso, ja. Dann sind wir jetzt hier tatsächlich fertig. Travel to the Rebel... Ich will noch einmal ganz kurz, das ist einfach nur wieder raus. Ja, das ist einfach nur wieder der Weg nach draußen. Dann begeben wir uns jetzt tatsächlich ins Hauptquartier der Rebellen. Oh wow, das ist nochmal eine ganz neue... Die Tunnel, deswegen sagte Damek, dass es noch eine ganze Strecke ist, weil wir ja erstmal die Tunnel die ganzen durchqueren müssen. Was haben wir da noch? Die Main Entrance, also bis hierhin müssen wir sozusagen. Dann haben wir hinten den Kriegstisch, an dem alles geplant wird. Die Crew, also die Unterkunft für die ganzen Mitglieder, da... Also sprich, das, was von den komischen Rüstungen gebaut wurde, obwohl sie es gar nicht mehr brauchen. Und Personal Quarters, also die persönlichen Quartiere, da wird das L so ein bisschen. Okay, gehen wir. Nachdem wir durch die Tür getreten sind, verbringen wir einige Minuten darin, hinabzusteigen in die Dunkelheit. Bald allerdings erreichen wir eine Gegend oder ein Gebiet, das mit Fackeln erleuchtet wurde.
Sie scheinen einen Pfad nach unten zu markieren. Das muss er sein. Wow, it's so dark. I can't even see where I'm going. Wow, es ist so dunkel. Ich kann nicht immer sehen, wo wir hingehen. Just give it a few minutes. Your eyes will adjust. I remember my first time down here. I was terrified. Es dauert nur ein paar Minuten. Deine Augen werden sich daran gewöhnen. Ich erinnere mich noch daran, dass ich das erste Mal hier unten war. Ich war verängstigt. Er lehnt sich mit dem Rücken an die Wand und wartet. Wir tun alle dasselbe und warten ein wenig, bis wir tatsächlich sehen können. The torches only help so much. We put a majority of them in our actual HQ. Basically, we only have them down here to... Die Fackeln helfen nur bis zu einem gewissen Grad weiter. Die meisten davon haben wir in unserem eigentlichen Hauptquartier. Um ehrlich zu sein, haben wir hier unten nur welche, um... Er unterbricht sich selbst und blickt in den Tunnel hinein. Everyone quiet! Backs against the wall! Now! Seid alle still! Und drückt euch gegen die Wände! Jetzt! Wir tun das, was er uns angeordnet hat, und ich... Ich bemerke, dass eine Aura der Angst sich über uns legt. Ich starre hinunter in die Tunnel. Oh je. Und ich sehe, wie eine von diesen leblosen Rüstungen daraus hervortritt. Weiß und Gold, wie in meiner Vision. Es bewegt sich, oder die Rüstung bewegt sich mit langsamen und klobigen Schritten. Ich blicke hinüber zu Valessa und Fortaim. Ihr geht es gut. Und er zittert. Er blickt wieder zurück zu mir und ich nicke. Ich lasse ihn wissen, dass alles gut sein wird. Es dauert nicht viel länger, bis die leere Rüstung unseren Abschnitt des Tunnels erreicht. Es steht zwischen uns allen, während wir uns gegen die Wand pressen. Es ist fast so, als könnte es sehen. Ich hatte keine Ahnung, dass sie hier waren. Das ist seltsam. Die Rüstung dreht sogar ihren Kopf zur Seite und blickt uns direkt an, ohne irgendeine Reaktion. Nachdem sie ein oder zwei Minuten Wache gestanden hat, dreht sie sich um und geht zurück. Ihre Schritte echoen durch die Tunnel. Laut, metallisch und hohl. Es ist beängstigend. Aber als sie weit genug weg ist, seufzen wir alle und entspannen uns ein wenig. Wir sind sicher jetzt. What was that? Was war das? The Triumvirate's Honor Guard. They're the ones that built this underground complex. We find it best not to... interfere with their efforts in any way. Die Ehrengarde des Triumvirats. Sie sind es, die diesen Untergrundkomplex errichtet haben. Wir denken, es ist das Beste, nicht mit ihnen zu interagieren, egal in welcher Weise. Why is that? Wieso das? They're almost like caretakers, so we let them be. All we know for sure is that they're disobeying their masters. Sie kümmern sich hier um alles, also lassen wir sie einfach machen. Alles, was wir sicher wissen, ist, dass sie ihren Meistern nicht gehorchen. Really? Wirklich? Yeah, at least that's what it seems like. Rather than search for the idol, they built a utopia. I think that was the choice of the spirits inside them. Ja, zumindest scheint es so. Statt dass sie nach dem Geisterabbild suchen, haben sie dieses Utopia hier gebaut. Ich denke, das war die Entscheidung der Geister, die in ihrem Inneren leben. Spirits? Geister? Yeah. They were created by the Blade of Exodus. The spirits inside are victims of their vicious occupation. Ja, sie wurden durch die Klinge der Vernichtung die Klinge des Exodus erschaffen. Die Geister in ihrem Inneren sind Opfer der vicious occupation, ihrer bösartigen Besetzung. Right, then it's just like the Seer said. Wait, victims of the occupation? Richtig, dann ist es genau so, wie Soraya sagte, aber warte. Opfer
Der Besetzung? Yeah, it's sad, really. They want to live again, so they built a home. Ja, es ist eigentlich ziemlich traurig. Sie wollen wieder leben, also haben sie ein Zuhause errichtet. Valessa sieht traurig aus und lässt sich ein paar Schritte zurückfallen. Man muss kein Genie sein, um das damit einem klar wird, was sie gerade denkt. Aber da wir jetzt schon ein paar Minuten hier unten sind, hat sich unsere Sicht inzwischen an die Lichtverhältnisse angepasst. Sorry about that, everybody. Those things are brittle and weak. If we so much as bump them, they fall apart. Ah, es tut mir leid, ihr alle. Diese Dinger sind zerbrechlich und schwach. Wenn wir in sich hinein stolpern, dann fallen sie einfach auseinander. Wait, really? Warte, wirklich? Yeah, there's nothing inside. They're controlled purely by spiritual energy. They were strong at first, but they're weak now. Ja, es befindet sich nichts in ihrem Inneren. Sie werden allein durch die geisterhafte Energie kontrolliert. Am Anfang waren sie stark, aber jetzt sind sie schwach. It's almost like it degraded over time. Who knows, maybe we can even power them with that blade. A bit of irony, right? Use their own forces against them. Es ist fast so, als würden sie mit der Zeit verfallen. Wer weiß, vielleicht können wir sie mit dem Schwert mit Energie versorgen. Ein wenig ironisch, oder? Ihre eigenen Kräfte gegen sie zu verwenden. This is all so complicated. Das ist alles so kompliziert. Yeah, and I'll admit that even I don't know everything. But we won't get to that point if we don't keep moving. Ja, und ich muss zugeben, dass sogar ich nicht alles weiß. Aber wir werden nichts erreichen, wenn wir nicht weitermachen. Oder weitergehen. Er deutet auf das Ende des Tunnels. So, shall we? Also, sollen wir? Wir nicken alle und setzen unseren Weg durch die Tunnel fort. Allerdings scheint Damek abgelenkt zu sein. Irgendetwas geht ihm vor. Ich schätze, selbst ein Mann in seiner Position kann nicht alles gleichzeitig kontrollieren. Alle unterhalten sich miteinander, während wir unseren Weg fortsetzen. Vielleicht wäre es eine gute Idee, ein wenig mehr mit Damek zu reden. Es scheint, als hätten wir immer noch ein gutes Stück Weg vor uns. Ein Herzchen. Herzchen. Okay, das machen wir aber erst das nächste Mal. Vor allem, weil ich merke, dass... Es ist schon ein bisschen her, ich weiß, aber ich huste immer noch. Ich schneide es immer raus. Ich hoffe immer sehr, dass ich jeden Huster erwische und jedes lautere Räuspern. Aber das machen wir erst das nächste Mal. Was wir diesmal noch machen könnten, wäre vielleicht uns die Tunnel ansehen. Erst kürzlich angezündete... Also da steht Fackeln, aber eigentlich sind das Öllampen. Sind im Tunnel platziert. Es muss viel Arbeit kosten, die ganzen Tunnel auch benutzbar zu halten. Und ich hasse es. Ich würde es hassen, hier unten zu sein, wenn das Licht erlischt. Das klingt ziemlich beängstigend. Gott sei Dank... I don't seem to be... Gott sei Dank scheinen wir uns momentan in keinerlei Gefahr zu befinden. Wir könnten eine ganze Weile hier unten bleiben, ohne uns zu sorgen. Allerdings... Allerdings scheint das nicht auf irgendeinem unserer Pläne zu stehen. Okay. Also wie gesagt, als Torch verstehe ich halt wirklich immer eine Fackel. Das ist mehr so eine Öllampe. So eine Minenlampe. Was haben wir da? Am Ende des Tunnels kann ich eine selbst zusammengezimmerte Tür sehen. Das muss der Eingang zum Rebellenhauptquartier sein. Endlich. Es ist noch ein gutes Stück entfernt, aber ich bin froh, es endlich sehen zu können. What's the matter? Are your legs sore? Was ist los? Tun dir die Beine weh? No, not at all. I'm just running out of breath. Is it a little stuffy down here, or... Nein, überhaupt nicht. Ach, mir geht nur die Puste aus. Ist die Luft hier unten ein bisschen abgestanden, oder... Yeah, it is. Don't worry. You get used to it. A small price to pay for privacy, if you ask me. Ja, ist sie. Aber mach dir keine Sorgen darüber. Du wirst dich daran gewöhnen. Ein kleiner Preis, den wir für ein wenig Privatsphäre zahlen müssen, wenn du mich fragst. Right. Stimmt. Okay,
Wir haben die Fackeln, wir haben hier hinten den Durchgang, beziehungsweise das alles hier. Dann wäre hier vorne noch der Weg selbst. Es gibt hölzerne Balken oder hölzerne Bretter am Boden, die fast so etwas wie eine Art, ja, die eben einen Weg bilden. Wie auch immer, es ist ein wenig bequemer, als es der tatsächliche Boden wäre. Also es ist nur ein wenig bequemer. Es scheint mehr, als wäre es aus optischen Gründen angebracht worden und weniger, damit es komfortabler wird, hier entlang zu gehen. Meditierend Mäuschen. Tropfen von Feuchtigkeit, treffen auf die hölzernen Planken und sorgen dafür, dass sie sich aufsplitten. Es scheint so, als wären sie schon eine ganze Weile hier und sie zeigen deutliche Zeichen der Abnutzung. Soweit ich weiß, mit allem zusammengenommen, was ich weiß, würde ich sagen, dass die Tunnel hier seit etwa 20 Jahren bestehen. Hey, Valessa! Watch your step! Hey, Valessa, pass auf, wo du hintrittst. There's a bit of a bump here. I almost tripped. Hier ist eine Unebenheit. Ich wäre fast gestolpert. Don't worry. I'll be fine. Oh, mach dir keine Sorgen. Mir geht's gut. Und ein paar Minuten, ein kurzer Moment später stolpert sie. Es war offensichtlich, dass sie seine Warnung ignoriert hat. Er lacht und geht weiter nach vorne. Fortaim ist sehr amüsiert darüber. Let's not talk about this. Lass uns nicht darüber reden. Okay. Jetzt machen wir tatsächlich Schluss. Jetzt sind wir auch schon ein bisschen über der Zeit, aber ich mag es immer nicht, wenn wir reinkommen und uns erst die Umgebung ansehen müssen. Ich fange am liebsten dann mit den Gesprächen an oder damit weiterzugehen. Deswegen nächstes Mal eine wunderschöne Unterhaltung mit Damek, wo wir anfangen können, ein bisschen herzi-herzi mit ihm zu werden. Da freue ich mich ehrlich gesagt schon drauf. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und hoffentlich sehen wir uns dann wieder bei Winds of Change. Bis dahin. Bye, bye.